Ja, moin zusammen, hier ist wieder Jens vom Kanal Move Electric. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Ja, ihr könnt es sehen, ich sitze heute in einem VW ID. Buzz. Der hat ein wunderschönes Interieur hier in diesem Grau-Weiß mit so gelb-sonnigen Akzenten und auch wunderbarem Ambient Light. Also das sieht richtig cool aus hier. Leider genau das Gegenteil, wie das Wetter draußen gerade ist. Es ist nämlich total dunkel, grau, regnerisch. Wir haben es gerade 8 Grad. Aber der Wagen wirkt durch das Interieur extrem cool und freundlich. Also das macht total Laune, hier drin zu sitzen. Das ist schon so ein Punkt, da hat er schon einen Pluspunkt bei mir verdient, allein durch das Interieur. Ja, von den Materialien, da kommen wir nachher noch zu. In erster Linie interessiert mich heute aber, was schafft der ID. Buzz auf der Autobahn eigentlich, weil er soll ja 400 Kilometer, sogar 410 Kilometer nach WLTP kommen, hat eine 77 Kilowattstunden große Batterie und ist jetzt so ein Bus, also so ein Buzz, reisetauglich für die Familie, für Kumpels, wenn man da mal in Urlaub fahren will oder so, längere Strecken bei Tempo 130 auf der Autobahn. Das finden wir heute raus. Wetter ist wie gesagt nicht optimal, es ist Winter, aber es ist gar nicht so kalt, 8 Grad geht ja noch und ich nehme euch mit auf meine Reichweitenstrecke Bremen-Bremerhaven und zurück. Das sind ja die 130 Kilometer bei Tempo 130 und dann schauen wir mal, was der ID. Buzz auf der Autobahn so kann. Und wir nehmen natürlich noch eine Ladekurve auf, denn er soll ja bis zu 175 kW laden können. Das ist doch mal eine Ansage. Mal sehen, ob er das Versprechen einhält. Wird mega spannend. Ich freue mich tierisch drauf. Also bleibt dran. Diese Sendung wird euch präsentiert von Store and Charge, euren Experten für Ladezubehör. Ja Leute, ich muss ja zugeben, dass ich zu Anfang, wo ich die ersten Fotos vom echten ID. Buzz gesehen habe, wie er eben auch vom Band rollt, dass ich da doch ein bisschen enttäuscht war, jetzt im Vergleich zur Studie, die sie von diesem ID. Buzz ja vorher gemacht haben. Die fand ich ja nun mega rattenscharf und das, was da am Ende jetzt wirklich in Real Life rausgekommen ist, zumindest auf den Fotos, ja, das hat mich so ein bisschen enttäuscht, muss ich mal ehrlich gesagt sagen. Aber jetzt, wo ich den Wagen hier auch in dieser Farbgebung vor mir sehe, wo ich drin sitze, wo ich den Wagen fahren kann, ja, jetzt sieht das tatsächlich völlig anders aus. Also ich finde auch von außen den Wagen optisch extrem gelungen. Es gibt so ein, zwei Schwachstellen, die ich nicht so gut finde. Hauptsächlich betrifft das vorne die Frontpartie, unten diese Schürze mit diesem Radarsensor, diese Aussparung da. Das finde ich sieht irgendwie, das trübt dieses harmonische Gesamtbild so ein bisschen. Aber ansonsten so auch gerade hier die Farbgebung mit den zwei Farben, auch diese knalligen Farben, die sie hier anbieten, dieses Grün-Gelb, ich weiß gar nicht, wie sich diese Farbe nennt, irgend so ein Yellow mit dem Weiß oben, das sieht extrem gut aus. Auch die Frontpartie und auch von der Seitenlinie, das gefällt mir richtig, richtig gut. Der Wagen hat wieder so ein bisschen was vom ursprünglichen Bulli, weil er eben nicht mehr so riesig wirkt. Also er wirkt tatsächlich kleiner, als er dann am Ende doch wirklich ist. Und wenn man bedenkt, er ist irgendwie nur ein paar Zentimeter länger als ein Model 3, ist schon der Wahnsinn. Und was hier für ein Platz im Innenraum ist, das ist gigantisch. Also wir hier können 5 Erwachsene locker sitzen mit großer Beinfreiheit. Und hinten ist auch noch, also gefühlt 1,20 Meter locker Stauraum für Koffer und so weiter. Und hier vorne, also die Sitzlandschaft, die Optik von diesem Cockpit gefällt mir richtig gut. Und ja, ich war am Anfang auch deutlich entsetzt aufgrund dieser Plastikwüste. Und es ist hier wirklich alles extremes Hartplastik. Also da gibt es nichts. Es ist einfach alles Plastik. Aber zumindest so, wie das jetzt hier steht, mit der Farbgebung und diesem Mix an diesen Materialien, das wirkt sehr, sehr freundlich, sehr, sehr harmonisch, sehr optimistisch. Es macht gute Laune. Und dieses Hartplastik, das nimmt man so richtig gar nicht wahr, außer man klopft drauf. Hier ist es ja auch ein bisschen aufgeschäumt an der Armlehne. Das ist auch das Einzige, was so ein bisschen aufgeschäumt ist. Aber der Rest, es ist nicht so schlimm, sage ich mal, wie ich am Anfang befürchtet habe. Vor allem nicht, wenn man jetzt live drin sitzt und gerade diesen Wagen auch in diesen Farbtönen fährt. Also das haben sie richtig gut gemacht, auch dieses helle Interieur. Das würde ich euch in jedem Fall empfehlen, wenn ihr euch für den Buzz interessiert. Macht es nicht mit dem dunklen Interieur. Das zieht das Ganze irgendwie runter. Aber dieses Hellgrau zusammen auch mit diesem Sonnengelb, das wirkt richtig, richtig schön. Und die vielen Details, die es hier gibt, die Ablagen, das ist auch schon ziemlich genial. Also wir haben hier eine Ablage über dem Handschubfach
Wir haben hier so eine induktive Ladeablage, wo das Handy drin verschwinden kann. So. Und da gibt es auch noch zwei USB-C-Anschlüsse. Wir haben hier noch eine kleine Ablage, wofür die auch immer da sein soll. Da passen höchstens so ein paar Centstücke drauf. Ja, hier kann man theoretisch auch was reinstecken. Kein Problem. Hier haben wir eine Ablage. Da klappen sich zwei Cupholder auf. Übrigens gibt es hier serienmäßig. Dazu auch, jetzt fällt es mir runter. Ja, das hier, das kann man als Tasse benutzen oder als Aschenbecher oder als Kugelschreiberhalter. Keine Ahnung. Ist auf jeden Fall serienmäßig dabei. Dann geht aber die Klappe nicht mehr zu. Das heißt, das muss man hier irgendwie rausnehmen und dann fliegt es irgendwo rum. Aber dafür gibt es ja das hier. Das hier zum Beispiel. Da kann man das reinstauen. Hier gibt es auch so Fächer, die kann man rausziehen. Und das hier ist ein integrierter Flaschenöffner. Für die Party am Strand natürlich. Muss man das hier wieder reinfummeln. So. Wunderbar. Und der Clou, diese ganze Mittelkonsole, die kann man mit einem Handgriff rausnehmen und ja, woanders hin tun. Dann hat man hier im Prinzip freien Durchgang nach hinten. Das ist richtig pfiffig gelöst. Jetzt muss ich nur gucken, wie ich das Ding hier wieder rankriege. Hier sind so Metallösen im Boden, die muss man dann hochklappen. Und da muss man irgendwie gucken, ob man diese Mittelkonsole durch Verschieben irgendwo... Ah, jetzt ist sie eingerastet. Ja, jetzt hängt sie auch schon wieder fest. Also das finde ich richtig gut gelungen, das macht richtig Spaß. Hier sind auch Auflagen für die Oberschenkel, die man rausziehen kann. Das wünsche ich mir immer. Und das finde ich bei solchen Autos für die Langstrecke extrem angenehm, wenn man sowas hat. Die Sitze sind auch sehr bequem. Von der Farbgebung passt das wunderbar zum Interieur. Dieses Stoff mit dem, was ist das? Das ist fast so Alcantara und ein bisschen Kunstleder. Das haben sie richtig gut hingekriegt. Diese Materialauswahl, diese Zusammenstellung, die ist geschmackvoll, muss ich sagen. Also die gefällt mir richtig gut. So, und jetzt schauen wir uns mal die Rückbank an. Die Tür geht übrigens elektrisch auf. Wunderbar. Steigen wir mal ein hier hinten. Ja, ihr könnt es sehen, es ist ziemlich viel Platz hier. Also hier können locker drei Erwachsene sitzen. Ich kann sogar den Sitz noch vorschieben und zurückschieben und natürlich die Neigung verstellen. Mich theoretisch ganz hinlegen. Das ist fürs Reisen auch sehr angenehm. Und es gibt hier so ein Tischchen, den man hochklappen kann. Der sieht ehrlich gesagt nicht so sonderlich stabil aus. Also mit Kindern hätte ich da meine Bedenken, dass die nicht lange halten. Aber gut. Hier gibt es auch eine schöne Ablagetasche für Handys, wo man das Handy reinstecken kann. Hatte ich ja schon beim MG4 gelobt. Und jetzt hat das Volkswagen auch. Wusste ich gar nicht. Ja, gut gemacht. Hier auch noch eine Ablagetasche für iPad, sonstiges. In den Türen sind Ablagen. Mittelarmlehne habe ich leider nicht. Brauche ich jetzt auch nicht unbedingt. Also platzmäßig hier hinten, da bleiben echt keine Wünsche offen. Ja, softwaretechnisch haben wir hier die Version 3.2 drauf und wie schon im ID.5 GTX läuft die doch relativ flüssig. Da kann man sich im Prinzip gar nicht beschweren. Wo ist denn hier die Karte? Da ist die Karte. Es ist immer noch so ein bisschen träge. Also es könnte flüssiger gehen, muss ich zugeben. Es zieht immer so ein bisschen nach. Also man hat immer so ein bisschen das Gefühl, na, komm, jetzt gib Gas, ne? Also zumindest bei der Karte jetzt hier und beim Navi, bei den anderen Funktionen hier, beim Wischen oder beim Aufrufen von Untermenüs, da gibt es eigentlich überhaupt nichts zu meckern. Das läuft alles ziemlich flüssig, sage ich es gerade. Und schon muss ich darauf warten, dass er mir ein Ladescreen anzeigt. Das hat doch locker 3 bis 4 Sekunden gedauert. Na gut, jedenfalls ist das alles eigentlich mittlerweile relativ gut. Da gibt es wenig zu kritisieren. Und der Wagen, der kann sogar bidirektionales Laden. Zumindest gibt es hier einen Menüpunkt unter Setup beim Laden. Bidirektionales Laden. Und jetzt steht hier verbleibende Betriebsdauer 4000 von 4000 Stunden. Verbleibende Energiemenge 10.000 von 10.000 Kilowattstunden. Also offensichtlich kann ich mit dem Auto maximal 4000 Stunden bidirektional laden und maximal 10.000 Kilowattstunden zurückgeben. Und wenn die erreicht sind, weiß ich nicht, was dann passiert. Wenn die vorgesehene Betriebsdauer oder Energiemenge aufgebraucht ist, stehen die Funktionen Entladen und bidirektionales Laden nicht mehr weiter zur Verfügung, steht hier.
Aha, das wusste ich auch noch nicht. Voraussetzung für das bidirektionale Laden ist das Anlegen eines Ladeortes. Die dort genutzte Ladestation muss bidirektionales Laden unterstützen. Weiß nicht, wenn ihr eine kennt, die das kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Würde mich mal interessieren. Auf jeden Fall finde ich es interessant, dass man maximal 4000 Stunden wieder entladen darf. Danach ist Schicht. Also für die restliche Lebensdauer des Autos offensichtlich. Ist aber auch klar, die Batterie soll natürlich nicht durch das bidirektionale Laden unnötig beansprucht werden. Ist ja auch eine Garantie drauf. Ja, Stichwort Nutzwert, ID.Buzz. Er hat natürlich eine Anhängerkupplung, 1000 Kilo Zuglast und der Kofferraum, ich kann euch sagen, ist riesig. Selbst wenn die zweite Sitzreihe drin ist, dann habe ich hier 1100 Liter. Da kann ich mich fast schon jetzt reinlegen und wenn ich die Sitzbank noch umklappe, die hintere, dann habe ich 2100 und ein paar zerquetschte. Das ist richtig cool. Das Ganze ist dann auch eine ebene Liegefläche, kann ich eine Matratze reinschmeißen und dann irgendwo da drin pennen. Hier gibt es noch einen doppelten Boden, da kann ich hier so eine Klappe mit so einem Scharnier umklappen. Dann habe ich hier erstens so eine Ladungssicherung, dass das nicht alles rumfliegt. Und hier unten drunter ist noch, ich würde mal sagen, so 20, 25 cm Luft, wo jetzt im Moment natürlich die ganzen Kabel reinpassen. Das ist richtig praktisch. Ja, und eigentlich erübrigt sich hier natürlich der Hundetest, aber wir machen ihn natürlich trotzdem. Meila, du musst da jetzt mal rein. Also Leute, hier in dem Auto, da passt nicht nur ein Hund rein, da passt ein ganzes Rudel rein. Und ich könnte hier sogar die Klappe noch zumachen. So, schau mal. Ist das geil. Ja, also hier für Hunde paradiesisch. Ja, dann würde ich sagen, starten wir mal. Wir haben noch 93% im Akku und eine angezeigte Restreichweite von 299 Kilometer. Ich bin gespannt, wie dieser Test wird. Wetter ist, wie gesagt, ein wenig nieselig bei 8 Grad. Mal sehen, ob ich hier rauskomme. Boah, der Wendekreis ist aber echt klein hier. Ich glaube, wir haben so 11 Meter. Das ist für so ein Riesenauto echt genial. Das merkt man auch beim Rangieren und wenn ich hier um die Kurve fahre, ey, das ist so geschmeidig. Wahnsinn. Ja, bis 30 km/h hört man hier noch so einen künstlichen Motorsound. Der hört sich ganz okay an, ist halt so ID-typisch. Und ich merke schon, das Fahrwerk hier ist doch relativ auf Komfort ausgelegt, ist nicht besonders straff. Merkt man auch, wenn man so ein bisschen Lenkbewegung macht, dass der Wagen doch ein bisschen wankt. Ist aber natürlich klar bei der Größe und hier wird eben auf Komfortwert gelegt. Es ist jetzt kein Sportfahrwerk. Das ist aber auch gut so, finde ich, für so einen Bus. Passt das. Ja, ich habe jetzt auf B stehen von der Rekuperation her. Jetzt gehe ich mal kurz vom Gas. Ja, er verzögert merklich, aber nicht sehr stark. Und er bremst nicht ganz bis zum Stillstand. Also bei 7 km/h rollt er immer noch weiter. Also One-Pedal-Driving geht einigermaßen. Da muss man sehr vorausschauend fahren. Aber so wie das jetzt ist, finde ich es ganz okay. Gibt aber Autos, die verzögern deutlich stärker, was mir dann doch wieder ein bisschen besser gefällt. Ja, man merkt auch hier bei dieser etwas holprigen Straße, dass der Wagen sehr gut verarbeitet ist, weil der hat ja nun sehr viel Plastik und hier knarzt nichts, hier klappert nichts, also es verwindet sich nicht, ist alles sehr steif. Das ist richtig cool. Ja, und man sitzt hier auch wirklich extrem hoch, also das ist schon enorm, also kommt sich fast vor wie in so einem ja, LKW-Transporter-Cockpit. Ja, und auch an der Ampel kommt der ID.Buzz echt gut weg, muss ich sagen. Also mit seinen 10,2 Sekunden ist er ja auf dem Papier doch relativ langsam, will ich es mal sagen. Für ein E-Auto jetzt, ne? Aber es fühlt sich gar nicht so an. Also man ist hier extrem spritzig unterwegs. Und ich glaube, alle, die hinter einem fahren, wundern sich dann auch ein bisschen, wie schnell man da weg ist. Zack. Und mit dem Cayenne vor mir kann man locker mithalten an der Ampel. Jawohl, also das traut man dem Buzz hier eigentlich erstmal gar nicht zu. Aber das Fahrgefühl ist richtig klasse. So, jetzt fahren wir gleich auf die Autobahn und dann schauen wir mal, wie sich der Buzz so schlägt bei Tempo 130. Ich bin ja echt mega gespannt, wie der Verbrauch am Ende ist.
auf der Autobahn, da merkt man schon, dass er ein Bulli ist. Er ist nicht ganz so leise wie die Elektroautos, die ich sonst fahre. Es ist zwar gut gedämmt, aber man hört hier von den Rollgeräuschen doch sehr viel. Auch vom Wind, von der Frontscheibe. Das ist von der Geräuschkulisse doch etwas lauter hier. Ja, und im ID.Buzz sind natürlich auch alle Assistenzsysteme, die man sich so wünschen kann. Totwinkelwarner, Notfallbremsassistent, Travel Assist etc. pp. Und der Travel Assist gerade hier funktioniert auch im ID.Buzz richtig gut. Gefällt mir, also hält die Spur wunderbar. Abstandsregel, Tempomat, adaptiv natürlich, hervorragend. Ja, das ist ganz okay. Ja, und das ist echt witzig hier mit dem ID.Buzz, diese Agilität, die dieser Wagen hat mit seinen 204 PS, also 150 kW. Das ist ja nicht die Welt und die 10,2 Sekunden sind jetzt ja auch auf dem Papier eher so ein bisschen langweilig für ein Elektroauto jetzt. Aber für so einen Bus ist das Wahnsinn und er fährt sich im Prinzip wie ein viel kleineres Auto, total wendig und agil. Dazu kommt auch noch der kleine Wendekreis. Also man hat nie das Gefühl, dass man hier in so einem relativ großen Transporter sitzt. Im Gegenteil, also das macht extrem Spaß, diesen Wagen zu fahren. Ja, mit der Software 3.2, die wir hier drauf haben, hat sich hier optisch ein bisschen was geändert. Abgesehen davon, dass das alles sehr flüssig läuft. Da gibt es gar nichts zu kritisieren. Hier vorne in dem kleinen Display gibt es jetzt ein paar Verbrauchsdaten. Die gab es so vorher nicht. Finde ich richtig gut. Und hier im Display gibt es auch so ein paar Sachen, die anders sind. Aber hauptsächlich ist natürlich die Sache der Stabilität verbessert worden und natürlich das Ansprechverhalten der ganzen Bedienung. Das funktioniert jetzt alles reibungslos. So, jetzt ist hier Tempolimit aufgehoben. Ab jetzt heißt es 130. Dann stellen wir den Tempomat mal ein und schauen wir mal, wie es sich beim Verbrauch so entwickelt. Im Moment, wo sind wir denn da? Da liegen wir bei 31,1 Kilowattstunden. Nach wie viel Kilometer? 18 Kilometer auf der Autobahn bei Tempo 120. Da bin ich mal gespannt. Wir fahren jetzt 130. Das Wetter heute ist aber echt extrem mies, grau und nieselig. Aber umso schöner ist es, dass es hier in diesem Auto total hell und freundlich ist durch dieses Interieur. Und so ein ID.Buzz, der muss irgendwie auch knalligere Farben haben. Ich meine, wenn man sich das mit schwarzem Interieur kauft und dann so ein Auto in grau außen, ey, langweiliger geht's nicht. Das wird diesem Auto echt nicht gerecht. Der braucht diese knalligen Farben. Ja, bei 130 ist das vom Innenraumgeräusch her jetzt nicht lauter geworden. Also es ist immer noch so ein bisschen lauter, als man das normalerweise gewöhnt ist, aber jetzt auch nicht schlimm. Schön ist auch, dass man von den Windgeräuschen nur von der Frontscheibe ein bisschen was hört. Hier die Seitentüren und so weiter, alles wunderbar schön gedämmt. Rollgeräusche der Reifen, klar, 21 Zöller Winterreifen, die machen sicherlich ein bisschen Lärm, daran wird es auch liegen. Aber ansonsten ist doch ein sehr entspanntes Fahren hier und gerade eben auch der Travel Assist, der funktioniert hier in diesem ID.Buzz richtig gut. Also habe ich bis jetzt überhaupt keine Beschwerden. Der hält extrem gut die Spur und der adaptive Tempomat funktioniert einwandfrei, verzögert wunderbar, nicht zu ruckelig oder zu spät, also alles perfekt. Und dadurch, dass man natürlich so wahnsinnig hoch sitzt, ist das mit einer Übersichtlichkeit verbunden, die ist natürlich einmalig, hat man in so einem PKW eigentlich sonst nicht. Was ich auch gut finde, ist, dass sie hier vom Interieur, vom ID-Cockpit ein bisschen was angepasst haben. Also der Gangwallhebel ist zum Beispiel nicht mehr hier an dem Kombi-Instrument hier vorne, sondern der ist am Lenkstock. Und das ist irgendwie wieder doch viel angenehmer und sieht auch irgendwie nicht mehr so schräg aus. Also das gefällt mir, dass sie das so gelöst haben. Ja, bei 130 und diesem Wetter ist das natürlich mit dem ID.Buzz so eine Sache und der Verbrauch ist immer noch so bei 30,7 Kilowattstunden. Das ist natürlich nicht optimal, so schnell mit so einem Auto zu fahren, aber ich fahre immer 130 bei meinen Tests, also auch hier mit dem ID.Buzz, um auch eine Vergleichbarkeit herzustellen. Wir haben ja eigentlich einen ganz guten CW-Wert von 0,285. Das klingt erstmal gut, aber wir haben eine Stehenfläche von fast 4 Quadratmeter. Und das macht natürlich einen gesamten Luftwiderstand aus, den kann der ID.Buzz nicht verleugnen. Und dadurch ist halt der Verbrauch sehr hoch. Ne?
Aber nichtsdestotrotz, also ich finde den vom Fahrverhalten her mega. Und jetzt ist gerade hier das Zentraldisplay ausgefallen. Zeige ich euch mal kurz. Alles schwarz geworden. Was ist hier los? Ja, Softwareproblem. Habe ich doch gerade die ID-Software 3.2 groß gelobt. Und jetzt ist das Zentraldisplay ausgefallen. Ja, das Zentraldisplay war kurz dunkel, es hat sich komplett neu gestartet. Hatte ich so tatsächlich noch nie bei irgendeinem Test. Das kommt bei meinem Tesla ja auch manchmal vor, dass das Display sich verabschiedet und abstürzt. Dann muss man das neu starten, beziehungsweise es startet sich dann von alleine neu. Und das ist hier auch passiert scheinbar. Das habe ich hier so noch nicht erlebt. Software 3.2. Also VW, da gibt es vielleicht noch Nachbesserungsbedarf. So, wir sind jetzt 55 Kilometer unterwegs und haben 30,6 hier im Verbrauch stehen. Da hinten ist dann gleich wieder die Abfahrt, da machen wir die Wende. Ich bin gespannt, wie es sich auf der Rückfahrt entwickelt. Wir hatten jetzt, glaube ich, auch ein bisschen Gegenwind. Bei der Stirnfläche macht Wind natürlich auch was aus. Ja, wir sind 64 Kilometer gefahren und wir haben heute hier mal wieder grün, wobei wir jetzt hier durchfahren können, alles klar. Wir haben jetzt 29,2 Kilowattstunden auf der Uhr stehen und haben noch eine Restreichweite von 210 Kilometer nach 65 Kilometer jetzt. 299 war ja der Anfang und jetzt haben wir noch 210. Das ist also eine leichte Differenz, aber die ist gar nicht mal so groß, finde ich. Und wir haben noch 68% im Akku und wir kamen von 93. Ja, nach 80 Kilometer liegen wir bei 29,3. Wir haben jetzt tatsächlich ein bisschen Rückenwind, also macht sich voll bemerkbar hier. Da ist natürlich die Größe des Fahrzeugs dann doch schon ausschlaggebend. Ne? So, nach 100 Kilometer Fahrt haben wir jetzt 29,6 Kilowattstunden im Verbrauch und wir haben 54% noch im Akku und eine angezeigte Restreichweite von 160 Kilometer. Das heißt, 160 plus 100 gefahren sind 260, wir kamen von 299. Das heißt, da sind also rund 40 Kilometer Differenz in der Reichweitenanzeige. Ist ja auch klar, wir fahren jetzt ja nur Autobahn und das mit ziemlich schnellen 130 km/h. So, wir haben gleich 120 Kilometer gefahren und liegen jetzt bei 29,0. Wir sind jetzt ja wieder in der 120er-Zone und da ging der Verbrauch doch sofort runter. Ja, also der Luftwiderstand macht hier wirklich das meiste aus hier beim Verbrauch, ist ja völlig klar. Und wir sind gleich durch, fahren dann von der Autobahn wieder runter und dann gucken wir mal, mit welchem Endstand wir zu Hause ankommen. So, wir sind wieder da und wir haben jetzt sage und schreibe noch 28,1 Kilowattstunden auf der Verbrauchsanzeige stehen nach 129 Kilometer. Ja, und das ist doch ein Wert für so einen ID.Buzz, den ich ganz okay finde bei dem Wetter. Wir hatten 8 Grad, wir hatten Gegenwind auf der Hinfahrt, Rückenwind auf der Rückfahrt. Wir hatten Regen, Nieselregen, also es war richtig schlechtes Wetter und wir sind Tempo 130 gefahren. Und da sieht man mal, was der Luftwiderstand hier bei so einem großen Auto eigentlich ausmacht. Und wenn man langsamer fährt, verbraucht man automatisch weniger. Ja, völlig klar. Wir haben jetzt noch 44% im Akku. Gestartet sind wir von 93%. Das heißt, wir haben 49% verfahren. Und wir haben 136 Kilometer Rest. 129 sind wir insgesamt gefahren.
Ja, das macht 265 Kilometer theoretisch Reichweite. Das wäre auch so, wenn ich es mir ausrechne, bei den 44%, die wir noch im Akku haben, kommen wir bei diesem Wetter 263 Kilometer, rechnerisch zumindest erstmal. Und 265 Kilometer wird mir jetzt hier insgesamt auf der Reichweitenanzeige noch angezeigt, wenn ich alles zusammenzähle. Also das passt jetzt irgendwie zusammen, sodass man sagen kann, bei dem Wetter wie heute, da bei Tempo 130 auf der Autobahn 260, 270 Kilometer zu kommen mit so einem ID.Buzz. Das halte ich für völlig in Ordnung. Ja, so viel zu den Verbrauchsdaten. Jetzt kommen wir noch mal zu den Ladedaten. Und da soll der ID.Buzz ja 175 kW Ladeleistung haben, an Gleichstrom zumindest. Und das testen wir natürlich aus. Die 44% muss ich noch ein bisschen runterfahren. Ich will so auf 15%, 10% ungefähr kommen. Da muss ich noch ein bisschen Stoff geben und dann stellen wir uns an die Ladesäule. InstaDrive ist der Einstieg in die Elektromobilität für euch komplett unkompliziert und ohne Risiko. Einfach ein Auto aussuchen, konfigurieren und als Abo bestellen. Keine versteckten Kosten und am Ende der Laufzeit einfach zurückgeben. Ja, und wie fällt jetzt das Fazit zum ID.Buzz aus? Also Leute, ganz ehrlich, das ist eines der ganz wenigen Autos, die mich tatsächlich emotional gepackt haben. Also ich finde den richtig gelungen. Ich finde, er ist doch ein würdiger Nachfolger des VW Bullis, so aus den 70er, 80er Jahren. Natürlich in die Neuzeit, in die heutige Zeit gehoben und natürlich eben mit Elektroantrieb. Und das, was er hier bietet, das mit der Optik und auch den Emotionen, die dieses Auto weckt, also der ist wirklich ein Hingucker. Die Leute bleiben stehen an der Straße und gucken dem Auto hinterher. Das bietet so gut wie kein anderes Auto, schon gar nicht in der Transporterklasse. Und wenn ich so ein größeres Auto bräuchte, mit dem Platzangebot und den Leistungsdaten und dann dieser tollen Optik, ja, da führt eigentlich kein Weg am ID.Buzz vorbei. Und ich finde den Wagen richtig, richtig gut. Viele Kritikpunkte fallen mir da echt gar nicht ein. Also der Innenraum ist jetzt sehr viel Hartplastik, das habe ich ja schon öfter gesagt. Das stört aber nicht so, weil sie es geschafft haben bei VW, dieses Hartplastik relativ gut zu verpacken. Sowohl farblich als auch vom Mix der Oberflächen her. Das wirkt alles doch relativ sexy tatsächlich, obwohl es Hartplastik ist. Ladeleistung ist top, wie gesagt, also 186 kW, wow, also das ist richtig cool, wenn es auch nicht lange gehalten wird, aber die Zeit von 15-80%, die ist dann doch wieder völlig akzeptabel, finde ich. Und mit dem 77 Kilowattstunden Akku, ja, da kommt man jetzt im Winter nicht die 300 Kilometer auf der Autobahn, wohlgemerkt, bei Tempo 130. Im Sommer garantiert und in der Stadt auch. Oder man muss auf der Autobahn eben ein bisschen langsamer fahren. 120 ist ja für so einen Bulli doch eher ein bisschen angemessen. Wenn auch, und das ist wieder positiv, der Wagen extrem Spaß macht zu fahren. Also man fährt mit dem auch gerne 130. Es ist nicht, überhaupt nicht so, dass man sich so wie früher in irgendwie älteren Bullis bei der Geschwindigkeit völlig unsicher fühlte. Nein, im Gegenteil. Spitzengeschwindigkeit 148 auf Tacho. Und trotzdem fühlt er sich an wie ein Wagen der Kompaktklasse. Also das ist alles wahnsinnig gut gelungen. Auch die Spritzigkeit, der Wendekreis. Ich komme so ein bisschen ins Schwärmen, aber Leute, mir gefällt dieser ID.Buzz richtig, richtig gut. Und das Tollste ist, ich habe das nicht erwartet. Ich war am Anfang doch relativ skeptisch. Ich würde sagen, man muss das einfach mal selber erfahren.
Ja, und erfahren ist das Stichwort. Ihr müsst vielleicht diesen Wagen auch mal selber Probe fahren. Wenn ihr nämlich genauso skeptisch seid, wie ich es war, dann fahrt den Wagen mal, erlebt es mal, wie sich dieser Wagen fährt, wie der optisch auf euch wirkt. Und dann bin ich gespannt, ob ihr eure Meinung nicht vielleicht doch auch ändert. Ja, das soll es für heute gewesen sein. Und wenn euch das Video gefallen hat, dann gebt mir gerne einen Daumen nach oben. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert meinen Kanal. Und dann sehen wir uns vielleicht beim nächsten Video. Würde mich freuen, wenn ihr wieder dabei seid. Bis dahin, macht's gut. Ciao.